Eine Massage des Beckenbodens kann vielen Zwecken dienen. Sie hilft uns, nach und nach die Verspannungen zu lösen. Sie entwickelt unsere Sinnlichkeit. Sie fördert unsere Lust. Und diese einfache Technik, die heißt das thailändische Ziehen, kannst du für dich selbst anwenden oder für deinen Partner, deine Partnerin machen. Wichtig ist, dass du dich davor gut geduscht hast oder noch besser ein Bad genommen hast, damit die Bakterien nicht vom Analbereich zur Vagina übertragen werden oder zum Penis, der danach wahrscheinlich was Interessanteres zu tun hat und die Bakterien aus dem Analbereich übertragen könnte. Also Hygiene, Hände waschen. Du kannst diese Selbstbehandlung auch in der Dusche machen. Manche Frauen geben dem Mann die komplette Verantwortung für ihre Erregung. Sie sagen, mein Mann kann mich nicht mal erregen. Aber stopp, du hast da auch Instrumente. Und diese Technik, die ich gleich zeige, ist sehr gut, um heiß zu deinem Mann aus der Dusche rauszugehen, was manchmal euch beiden sehr viel Spaß bringen kann. Außerdem, wenn du deine Technik als Frau an deinem Partner anwendest, bringst du ihm die Liebe zum Vorspiel bei. Dazu kann er natürlich lernen. Ich habe auch Online-Kurs dazu. Aber das Wichtigste ist die Motivation. Für die Männer ist diese Technik sehr potenzförderlich. Sie verbessert die Durchblutung der Schwellkörper. Ebenfalls lustförderlich, weil einige Männer so stark im Stress sind heutzutage, dass die Lust extra gefördert werden muss, insbesondere im höheren Alter. Also die Technik ist ganz, ganz einfach. Mit meinen sauberen Händen ziehe ich vom Anus nach oben. Als Frau vom Anus über meinen Darmbereich, über meinen Venushügel zum oberen Bauch. Ziehe ich das Blut hoch. Den Druck bestimmst du selbst. Das kann ganz sanfte Berührung sein. Das kann eine intensivere Berührung sein. Wehtun soll es auf keinen Fall. Die ist relativ schnell. Du kannst aber mit dem Tempo auch spielen. Bei dem Mann gibt es dann noch einen Penis und zwei Hoden. Auf die sollte er achten. Die Testikel ganz, ganz sanft und mit Liebe behandeln. Und den Schaft wahrscheinlich etwas intensiver nach Gefühl. Genauso kann man das für den Partner oder Partnerin machen. Da ist die Bewegung der Hand so, von dem Handballen in die entspannte Hand. Entspannte Hände sind bei jeder Massage, unter anderem bei der Intimmassage, sehr wichtig. Darum geht es in meinem Kurs Magische Hände, wie du deine Hände besser spürst und besser entspannen kannst. Wir legen los. Mann zu Frau, nur diese Technik. Für die Damen kann ich noch eine Technik mit den Unterarmen empfehlen. Und die Frauen werden ganz offensichtlich sehen, wie die Vergrößerung dabei funktioniert. Wenn es nicht der Fall ist und du mit einer stärkeren Impotenz zu tun hast, gib nicht auf, mach diese Anwendung immer wieder. Sie fühlt sich sowieso angenehm an, auch ohne Erektion. Und die Männer können bei den Frauen eine Erwärmung, leichten Blutzufuhr durch die Farbveränderung beobachten, vielleicht auch ein bisschen mehr Flüssigkeit. Viel Spaß und Erfolg mit dieser Behandlung und Anwendung.